Hallo und herzlich willkommen. Ich heiße Stopfer15Reffi4 und wir spielen Bloodborne auf der PS4 nun weiter. Bin gerade am Überlegen, wo wir das letzte Mal waren. Vor allem wollte ich. Was hab ich denn runtergefallen? Ich dachte jetzt gerade, was ist denn los? Wir können unsere Waffe noch nicht verstärken, schade eigentlich. Muss ich sie vielleicht nochmal reparieren? Nö, alles klar. Ich möchte in diesem Part auf jeden Fall gegen den zweiten Boss kämpfen. Ich weiß aber nicht, ob ich es schaffen werde, da jetzt gleich hinzukommen. Und obwohl, wir haben ja den Fahrstuhl aktiviert. Sind wir damit wieder runtergefahren? Ich weiß es gerade nicht. Jedenfalls, ja, brauchen wir noch eine Blutscherbe, dann können wir unsere Waffe nochmal aufwerten. Und theoretisch, ja, würde ich erstmal dabei bleiben, noch ein paar Seelen zu sammeln und dann erst beim nächsten Part gegen den zweiten Boss zu kämpfen. Weil es wird einige Zeit kosten, wenigstens etwas aufzuleveln. Und dann können wir nämlich anfangen. Ach, Mensch. So, Blutfiolen brauchen wir natürlich. Seid froh und verrückt. Ja, wir sind froh, aber nicht verrückt. Auf jeden Fall wird es etwas Arbeit bedeuten, auf jeden Fall zum Gegner zu kommen oder beziehungsweise zum Boss und den Boss dann auch zu besiegen, zumindest mit unseren jetzigen Fähigkeiten. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen können, aber das heißt natürlich nicht, dass wir es nicht schaffen. Mal sehen. Abwarten und Tee trinken, würde ich mal sagen. Ich werde jetzt erstmal mich um die Leute hier kümmern. Hallo. Oh. Oh, ich hab den anderen getroffen. Oh. So, den hätten wir schon mal erlegt. Ah ne, der rennt weg. Hallo. Wow, da müssen wir aufpassen. Habt ihr das gesehen? So, den hatten wir auch besiegt. Mal eine Blutfiole nehmen. Und nun begeben wir uns mal nach unten. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel wir gebraucht haben, um... Sagt schon. Um uns aufzuleveln. Aber auf jeden Fall. Ja, wir müssen uns auf jeden Fall aufleveln. Anders wird es wahrscheinlich nicht gehen. Ich hoffe, dass From Software nochmal einen Titel rausbringt. Vielleicht sogar einen zweiten Teil. Aber ich weiß noch nicht mal, wie er hier ausgehen kann oder wird. Wird, denke ich, dass der die Kugel hier rollen muss. Ja, sie kommt, sie kommt, sie kommt. Ihr passt euch der Ratte! Ihr seid verflucht! Ist die Kugel da runtergefallen? Eigentlich ja, oder nicht? Hat der da unten... Oh, er hat alle erledigt. Ich dachte jetzt gerade, wo die anderen hin sind, aber egal. So. Also sind ja zwei Gegner. So. Der halt, hält extrem viel aus. Nein! Nein!
Ich muss dich besiegen lassen. Ach, wir waren wieder zu langsam. Sonst hätten wir nämlich... Sag schon. Sonst hätten wir nämlich ihn greifen können und ihn dann besiegen können. So, der wäre auch schon mal besiegt. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir vorsichtiger sein müssen, wenn wir bei dem... bei den Lykanern hier ankommen. Nein! Die haben uns jetzt natürlich hinterher, beide, warum auch nicht. Nein, der hat uns erwischt. Weg, 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 weg. Den hätten wir schon mal. Beide zur selben Zeit, ist auch lustig. Schade, dass wir jetzt keinen Blutstein bekommen haben. Oder gehe ich jetzt schon zum Boss? Ich weiß es noch nicht. Wir sind ja einigermaßen vorbereitet. Oh, ich habe aber Angst. Weil ehrlich gesagt sind 2435 Blutechos jetzt noch nicht gerade wenig. Ich würde mal sagen, wir leveln uns wenigstens ein oder zweimal auf. Das sollte drin sein. Wir können ja hier auch runterrutschen. Denn hier ist ja dieses komische Riesenschwein, was wir letztes Mal schon besiegt haben. Falls Leute jetzt erst eingeschaltet haben sollten, würde ich euch empfehlen, meine anderen Let's Plays anzugucken. Denn da erfahrt ihr etwas über dieses Spiel. Was ist denn das Schwein? Da hinten. Oh, oh, oh. Verdammt, ich wollte mich eigentlich anschleichen. Also, auf jeden Fall ist es am Hinterleib sehr verlässlich. Nein. Ah, wir haben es besiegt. Oh, Blutfiolen. Na, davon können wir nie genug haben. So viel ich weiß, können wir, glaube ich, 100 Blutfiolen in einer Truhe haben. Das heißt also, ja, mehr gehen da nicht. Also 120 kann man haben. Ich weiß aber nicht, ob man die ja vielleicht auch erhöht hat. Aber ich möchte mir auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ah, verdammt. Ich möchte mich auf jeden Fall nicht töten lassen. So, die hätten wir auch. Hier hinten ist noch innen. Oder ein Gegner. Hier hinten ist eine Gegnerin. So, den hätten wir auch. Oder sie, oder es, oder keine Ahnung. Wir sind etwas grün geworden. Das Blau wäre mal grün. Oh, Gegengift. Das ist gut. Ich wusste gar nicht, dass wir von Raben sowas kriegen können. So. Blutfiolen sind gut. Da hinten sind gleich einige von diesen Viechern. Ich glaube, die werden jetzt gleich alle aktiv. Ich weiß gar nicht, ob man hier irgendwas bekommen hat, irgendwas Gutes. Oh, jetzt sind sie alle aktiv. Hä, ich dachte, die wäre tot. So, hätten wir schon mal unsere Seelen wieder. Oh, Quecksilberkugeln. Davon können wir auch genug aufsammeln. Ich glaube, bei Quecksilberkugeln ist die Anzahl genauso hoch wie bei den Blutfiolen. Genau wissen tue ich es zwar nicht, aber
Was? Die kann auch zuschlagen? Lauf, lauf. So ist richtig. So. Ey, jetzt hör auf. Manchmal ist das schon mal. Egal. Die hätten wir jetzt schon mal besiegt. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. 2900, glaube ich, kam ein Levelaufstieg. Zeichen eines starken Jägers. Können wir davon eigentlich welche kaufen? Ich weiß es natürlich nicht. Aber wir werden es da auf jeden Fall noch erfahren. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und mir macht das Spiel natürlich auch sehr viel Spaß. Es ist auch sehr schwierig, wie ich schon bei den letzten Parts gesagt und auch festgestellt habe. Allerdings werde ich irgendwann auch noch Dark Souls 2, Shadow of the First Sin vielleicht sogar Let's Playen, wenn ihr das wollt. Dann müsst ihr mir aber eine Nachricht da lassen. Ich glaube, wir kriegen hier nicht mehr genug Seelen, oder? Er hat keine Blutechos. Egal. Ihr seid verflucht! Ja. Ich bin am Überlegen, ob wir den Riesen angreifen. Das Problem ist nur, dass dieser Riese ja eben halt, also dieser große Schwertkämpfer, sehr viel aushält und gleichzeitig auch extrem viel aus ja ziemlich viel austeilen kann, meine ich. Aber ich sei natürlich auch stärker geworden dank den Blutsteinscherben. Ich weiß gar nicht, ob es hier noch irgendwo welche gab. Elende Bestie, für euch. So. Wie gesagt, ich sammle lieber ein paar Blutechos mehr, als wir gleich brauchen werden. Denn dann können wir unsere Waffe nochmal reparieren. Den Heinz hier besiegen. Und ja, vielleicht sogar dann gegen den Boss kämpfen. Könnte aber sein, dass wir immer nicht stark genug sind. Wie gesagt, es könnte sein, es muss es nicht. Der es gehört. So, wir gehen erstmal hier hin. Hallo. So, den hätten wir. Oh, da ist ja noch einer. Wenn ich jetzt gegen den Riesen kämpfe, dann kriege ich, glaube ich, 300 oder 400 Blutechos. Ist es das wert? Oder könnten wir dabei sterben? Ich gehe und lasse mich erstmal von unserer kleinen Dame aufleveln. Beziehungsweise ja, die Blutechos kanalisieren lassen. So, schnell nach oben. Ich glaube, ich hatte schon letztes Mal gesagt, bei Bloodborne ist es nicht wichtig, seinen Charakter aufzuleveln, sondern die Waffen zu verstärken und andere Kleidung anzuziehen. Denn hier zählt nicht der Levelaufstieg an sich, sondern eher, wie es bei Rollenspielen unüblich ist, nur die Verstärkung der Waffen. Ich würde sagen, aber ich würde trotzdem die Pistole nicht mehr aufrüsten, denn ich weiß nicht, sie hat kaum Nutzen. Naja, den Rest werden wir hier gleich erfahren. Willkommen daheim, guter Jäger. Was wünscht ihr? Nun gut, die Echos sollen zu eurer Kraft werden. Lasst mich näher kommen. Jetzt schließt die Augen. Also egal, wer diese junge Dame synchronisiert hat, ich finde die Stimme echt fantastisch. Oh. Verdammt. Ja, die physische Abwehr ist natürlich wichtig.
Aber genauso wichtig wäre es, die Ausdauer und die GP zu erhöhen. Ich mache erstmal die Ausdauer. Oh, da steigern wir auch. Ja, machen wir so. Lebt wohl, guter Jäger. Möget ihr euer Heil in der wachen Welt finden. Die Person würde ich mal wirklich draußen, hier in Deutschland treffen wollen. Ob sie genauso ruhig ist? Keine Ahnung. Wäre aber auf jeden Fall interessant. Ich gehe jetzt nochmal zurück. Wollen wir diesmal bei der großen Brücke starten oder beim Krankenzimmer im Erdgeschoss? Ach, wir gehen zur großen Brücke. Wie gesagt, wenn ihr wollt, dass ich auch Dark Souls 2 Let's Playe, dann könnt ihr mir eine Nachricht schreiben. Das wird aber wahrscheinlich erst dann der Fall sein, wenn ich Bloodborne zu Ende Let's Played habe. Das wird auch wahrscheinlich noch einige Zeit dauern. Höchstwahrscheinlich, ja. Einige Wochen, vielleicht sogar Monate, je nachdem, ob ich jeden Tag beziehungsweise zweimal in der Woche das Let's Play bringe. Denn ich weiß nicht, wie YouTube jetzt gerade das handhabt. YouTube baut ja gerade, die eigene Seite voran. Das heißt also, wir haben auch auf der Welt jetzt YouTube Gaming, glaube ich, heißt das. Da wird auch ein Streaming-Dienst so gesehen, wie Twitch, eingeführt. Nur in Deutschland ist komischerweise gesperrt. Und das ist schon ziemlich harte Kost, wenn ich das so sagen darf. Ach, verdammt. Oh, der hat uns nicht... So, den hätten wir erledigt. 158 Seelen. Ja, nicht besonders viel. Ich meine, der Blutechos. Hier müsste irgendwo doch so ein Typ hier stehen. Da kommt es jetzt gleich. Ja, gegen einen der Lykaner würde ich auf jeden Fall bestehen können, aber das Problem ist... Ach Mann. Nein. Ich weiß nicht, ob die mir jetzt folgen, aber meine Ausdauer ist auch gleich weg. Wenn die zurückgehen, dann kann ich vielleicht mit einkämpfen. Nee, wieder weiter. Ah, verdammt. Nein. Ja, komm her. Da kommt aber trotzdem wieder der andere noch dazu. Ich will die in eine Falle locken. Nein! Nein! Weg, 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 weg! Oh. Ey, wisst ihr was hier? Frisst meine Kugeln, du verdammtes Mistvieh. Man merkt ja schon, wie... Oh! Renn, renn, renn! Wie schnell und wie stark die Viecher sind. Oh. Ich will, dass einfach nur einer davon angreift. Das würde mir schon völlig reichen. Es sieht so aus, als ob die nicht weitergehen würden. Dass da die Barriere ist. Das kann ich ausnutzen. Wow, was hat das gerade abgezogen? Junge, Junge, Junge. Aber die mache ich fertig. Ja, komm, komm, komm. Und noch ein Schlag. Ja. Geil. Blutfion haben wir wieder fast alle zurück. Hm. Wir könnten uns theoretisch jetzt noch einmal ein Level... Ja.
erhöhen. Aber ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob das jetzt gerade eine gute Idee ist. Ich suche eigentlich nach Blutsteinscherben. Das Problem ist, dass es, glaube ich, keine mehr gibt, oder? Zumindest nicht, wo ich jetzt hinreise. Es ist ganz selten, dass man von Lykanern Blutsteinscherben bekommt. Egal. Ich würde mal sagen, ich beende hier den Part, Leute. Ich würde mich freuen, wenn ihr ja mir irgendwas da lasst, mich abonniert oder mich weiterempfehlt. Das würde mir auf jeden Fall sehr gut. Wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Mal bei Let's Play Bloodborne. Und wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Mal. Bis denn und tschüss.